Ja, willkommen zurück bei Ulboy. Letztes Mal sind wir ja hier in diesem Eulentempel vorgedrungen und haben gegen dieses Piratenschiff gekämpft, beziehungsweise deren Mannschaft, die aus zwei Leuten bestand. Einer hat sich abgesetzt zu seinen Kollegen und ein anderer ist hier nach unten abgehauen. Und das wollen wir jetzt mal schauen, wo der hin ist, beziehungsweise was der sucht. Aha. Was ist das? Nur eine Lampe. Aber lieber vorsichtig sein. Ah, da ist dieser Piratenkapitän. Ah, da kennt sich also auch mit diesen Mechanismen aus. Na dann, nix wie hinterher. Ey, warte mal. Kann ich mit dem reden? Ja. Ich scheine hier festzustecken. Das hatte ich mir eleganter vorgestellt. Vielleicht findet ihr einen Weg voran. Ja, das wollen wir mal sehen. Wow. Gut. Die haben wir alle erwischt. Gut, so, jetzt schauen wir uns hier mal um. Da ist ja ein... ein Knopf, ein Schalter. Oh, tolle Arbeit. Ich danke. Weg ist er. So, nehmen wir das hier. Oh, Geddes, tut mir leid. Komm, wir gucken mal, wo der hin ist. Oh. Ein weiteres Dilemma. Das scheint für jeden von uns ein bisschen viel zu sein. Vielleicht sollten wir besser zusammenarbeiten. Die Piraten werden mich nicht mehr zurückhaben wollen. Also kann ich tun, was ich will. Ich, Alphonse, würde mich geehrt fühlen, wenn ich eurer Mannschaft beitreten könnte. Naja, du scheinst wirklich freundlicher als die anderen Piraten zu sein. Und irgendwas sagt mir, dass dieser andere Typ uns schon früher angegriffen hätte, wenn du nicht gewesen wärst. Was denkst du, Otus? Hihi. In Ordnung, ich schätze, wir geben dir eine Chance, Alphonse. Aber sei nicht zu sehr überrascht, wenn du teleportiert wirst. Okay, nächste Karte ist aufgedeckt. Unser zweites Mitglied der Mannschaft, also drittes, wenn wir uns selber mitzählen, also ein Otus. Alphonse, ein galanter und freundlicher Ex-Pirat, liebt Theater und Poesie. Wenn Alphonse Schrotflinte feuert, verbrennt sie Bäume und schadet Gegnern. Nach Verwendung braucht sie eine Pause. Okay, na dann geht's jetzt weiter. Kann ich den auch greifen und der kann sich möglicherweise durch diese Pflanzen hier brennen. Okay. Da drüben ist eine Anzeige hinzugekommen für Feuerstoß. Zack, jetzt wieder. So. So, wie kann ich jetzt wechseln? Ah. Gut, jetzt brauchen wir wieder den anderen. Sorry, Geddy. Teleportieren. Zurück. Y teleportieren, was meint er damit? Aber ja, auch immer. Feuer frei. Da ist mir der Geddy doch lieber. Ah, so wechsle ich mit dem linken Button. Zwischen den beiden. So, und jetzt brauchen wir dringend was zu essen. So. Geht's uns schon viel besser. So, komm mit.
woher die kommen. Wo sind die hin? Erstmal nach unten gucken. Oh, 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 oh. Ja gut. So, und jetzt wechseln wir. Schießen das hier nochmal auf. Wechseln wieder. Ah ja. Okay, mehr war hier nicht. Ich dachte, hier müsste irgendwas sein, was uns hilft, das aufzumachen. Ich lasse einfach ein Getty hier fallen. Ah, das reicht noch nicht. Dann holen wir uns jetzt unseren Freund dazu. Vielleicht ist der schwerer. Jawohl. Auf geht's. So. Früchte. Noch mehr Früchte. Warte mal kurz, bis aufgeladen ist. Und holen uns jetzt ein Getty. Aha, hier liegen überall Knochen. Das lässt nichts Gutes erahnen. Waren wir hier nicht schon? Doch. Da sind wir vorhin durchgekommen. Und die Pflanze dort oben mussten wir gießen. Hier kann man jetzt wieder. Unser Freund kann uns hier helfen. Unser neuer. Sorry, ich mach ja nichts, wenn ich nur mal fallen lasse. Ah. Gut, also Getty, wir brauchen ihn. So, jetzt brauchen wir Getty. Na komm, dreh dich rum. So. Genau, hier waren wir ja schon. Ah, hier kann man jetzt aufschießen und zu neuen Bereichen möglicherweise vordringen. So. Hier gibt es wieder etwas Geld und einen Getty. Sein. So.
So, erstmal die ohne Rüstung erwischt. Können wir auch zoomen, ob es ein Feuerstoß von dem was nützt. Nein. So, und jetzt wieder unseren Freund. Genau, da war noch so ein böser Dreckwerfer. So. Ah, da schmeißt noch einer mit Lehm. So, den haben wir auch. War hier noch was? Nö. Ach, gab es noch Pflanzen zu essen? Ja, hier gibt es Pflanzen zu essen. Also, nein. Absetzen. Das können wir jetzt wirklich gebrauchen. So, komm, Gaddy, jetzt sehen wir mal, was hier in dem Eulentempel noch auf uns wartet. Oh, oh. Okay. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn hinter uns zugemacht wird. Ah, und vor uns auch noch. Okay. Na gut. Das ging ja gerade noch. Können wir auch gleich noch was zu uns nehmen und dann geht es uns wieder richtig gut. Ich will gern Gaddy. Oh. Ist jetzt finster. Ah. Hey Leute, seht mal. Ich glaube, das ist der Eingang zum Kontrollraum. Kontrollraum? Oh ja, unser Plan war es, dich aufzuhalten. Ich meine, unser Plan war es, die Windmaschine anzuhalten, damit der Tempel deiner Flotte den Weg versperren würde. Nur so können wir die Piraten daran hindern, nach Advent zu gelangen. Bist du damit einverstanden, Alphonse? Die Piraten zu verlassen ist eine Sache. Ist sich mit ihnen zu verscherzen, ist eine andere. Die Piraten drohen Advent anzugreifen. Wenn du uns nicht helfen willst, wieso hast du die Piraten dann verlassen? Aus Stolz? Bist du stolz darauf, nichts zu tun? Ich war mir so sicher, dass du nobel wärst, Alphonse. Ich. Ich habe mich entschlossen. Ich werde euch helfen. Es stimmt, die Piraten sind in letzter Zeit zu weit gegangen. Und wie ihr sagt, kann ich nicht einfach nur zusehen. Wenn Kapitän Wallstrom Advent wirklich angreifen will, dann müssen wir dies unbedingt verhindern. Ich, Alphonse, würde mit Stolz erfüllt, könnte ich an eurer Seite stehen. Ich wusste, wir können uns auf dich verlassen, Alphonse. Stimmt doch, Otis? Also, auf geht's. Wir müssen zum Kontrollraum. Es wird sicher nicht einfach. Und die was mal Luftunterstützung anfordern. Hier ist Schluss. Hat es bestimmt was zu tun, wenn wir hier nach oben gehen. Ja. Oh. Das sieht nicht sehr gut aus. Das könnte ein böser Roboter sein. Ah. Otus? Was war das? Das wird doch nicht etwa dieses Ding gewesen sein. Na klar. Ich hätte es nicht beschreien sollen. Ein Eulenroboter. Wow. Uiuiuiui. Wow.
bräuchte mehr Vorsprung, Hilfe. Hilfe. Auf zu brüllen. Mist, also nochmal. Das war ja prinzipiell schon mal nicht schlecht. So, wer nehmen wir denn nun? Getty am Anfang, glaube ich. So, überspringen wir das mal. Kommt, Hilfe! Leute, Puppe, bleib zurück. Ah. Okay. Oh. Meister Otis, Meister Getty, Alphonse, sind wir tot? Ich denke, ihr könnt die Augen öffnen. Ah. Was ist mit ihm geschehen? Er ist einfach auf der Stelle gefroren. Ich glaube nicht, dass ihm das Wasser gut getan hat. Ist das ein weiteres Relikt, das die Eulen an diesem Ort gelassen haben? Ich frage mich. Meister Getty, was tut ihr? Okay, jawohl, schlechte Idee. Wir sollten uns bewegen, bevor dieses Ding es tut. Nee. Vielleicht können wir dem irgendwas auf den Kopf schmeißen. Ist ja ganz schön weit hoch. Aha, wieder solche Lampen. Hey, dort drüben. Dort ist der Kontrollraum, aber... ist ja alles zugewachsen. All diese Maschinerie. Das scheint schon seit Jahrzehnten kaputt zu sein. Aber sollte der Tempel nicht eigentlich verriegelt sein? Der Professor hat gesagt, dass diese Maschine die Inseln auseinanderbläst. Ob er falsch lag? Wir müssen uns beeilen, Leute. Wenn wir diese Maschine nicht nutzen können, um die Piraten aufzuhalten... haben Sie einen freien Weg nach Advent. Wir sind vielleicht schon zu spät. Auf geht's. Okay. Gucken uns erstmal um. Vielleicht finden wir ja was Nützliches. Nee. Ist ja diese eine, die hier beleuchtet wird. Ah, die wird beleuchtet, weil es da oben rausgeht.
Aber sollten wir jetzt hier rausgehen? Immer weiter hoch. Wow. Okay. Sieht man in dieser Übersicht irgendwo was Vernünftiges, was gebraucht werden kann? Weiter nach oben. Immer gerade hoch. Aber lass mal gucken, was hier... Ob hier nicht doch noch was ist. Ah. Gut, na, das können wir auf jeden Fall brauchen. Also, dieses Monster hat uns ja ganz schön angeschlagen. Tja, ich bin einfach mal hier zur Seite geflogen. Weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Einfach mal gucken, wo man da hinkommt. Nirgends. Okay. Machen wir mal auf der anderen Seite. Vögelchen. Vielleicht ist ja auf der anderen Seite was Vernünftiges, was wir brauchen können. Sieht ja hier ganz, ganz friedlich aus irgendwie. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Also müssen wir scheinbar doch mittig hochfliegen. Immer höher. Und immer höher durch die Wolken. Gleich ganz finster. Ne, hier drüben ist ein Durchgang möglicherweise. Noch weiter hoch. Bin ich hier? Was ist hier los? Ja, wo sind denn alle? Leider ist es so weit gekommen. Alphonse? Hört mal, ihr zwei. Ich muss mich vorläufig verstecken. Ich darf hier nicht mit euch gesehen werden. Ruft mich mit eurem Teleporter, wenn ich benötigt werde, Otus. Ich muss weg. Was denkt er sich eigentlich? Auf geht's, Otus. Wir müssen sehen, ob's Asio und der Professor rechtzeitig geschafft haben. Siedlung Advent. Otus, steh dort nicht einfach nur rum, geh rein. Beeil dich, du Narr. Bewegung. Hey, hör auf, Otus. Sei ruhig, Geddy. Ihr habt beide Schuld daran. Was? Wieso? Ihr Idioten, ihr solltet den Eulentempel abschalten. Glaubt ihr, wir hätten euch auf eine Vergnügungsreise geschickt? Oh, wie gerne hätte ich doch jemanden mit Kompetenz losgeschickt. Hey, Moment mal. Es gab dort nichts abzuschalten. Der Kontrollraum war zerstört. Der Eulentempel ist schon seit Jahren abgeschalten. Die Windmaschine war nie aktiv? Mach dich nicht lächerlich. Wir wissen doch, wie unfähig du und Otus seid. Es gibt keine Entschuldigung, Otus. Du bist für alle Eulen eine Schande. Vor allem aber bringst du Schande über mich. Das ist jetzt genug, Asio. Statt diesen Jungen niederzumachen, solltest du lieber bei der Verteidigung von Advent helfen. Strix, hörst du jetzt mit diesem Schwachsinn auf? Absolut, Kernel. Also, wir haben für sowas keine Zeit. Als Eule solltest du es besser wissen. Die gesamte Macht von Captain Maelstroms Flotte prasselt auf Advent nieder. Meine Lehrlinge und ich wollen den Turmschützen Vorräte bringen und Reparaturen vornehmen. Es wird gefährlich, aber es ist das Mindeste, was wir tun können. Kann man nicht irgendwie gegen die Piraten zurückschlagen?
Ich fürchte nicht. Wir haben nur unsere Geschütztürme. Die Schlachtschiffe der Piraten sind zu sehr verstärkt, um sie mit unseren eigenen Schiffen angreifen zu können. Wir können nur hoffen, dass wir sie mit unseren Geschütztürmen abwehren können. Bonacci, Fipp, lass uns den Turmschützen helfen. Du und dein Lehrling solltet das gleiche tun, Asio, falls ihr könnt. Solus, du hältst hier Wache. Sollten wir nicht besser evakuieren? Nein, wir müssen Advent halten. Bleib hier. Ja. Ich werde auch helfen. Otis, du hast genug Schaden angerichtet. Du bleibst hier. Ich werde die Tür hinter mir verschließen, wenn ich den anderen zu Hilfe komme. Du bist nicht dafür geeignet, den anderen beim Beschützen der Stadt zu helfen. Der ist ja blöd. Der Otis hat ja wirklich nichts gemacht. Kerne, Solus, achtet bitte darauf, dass diese beiden keine Dummheiten anstellen, während ich weg bin. Pft, dieser hochnäsige alte Narr. Sei nicht so betrübt, Bursche. Wenn du einen Fehler gemacht hast, machst du ihn bestimmt wieder gut. Nimm Asio und den Professor als Beispiel. Die haben schon viele Fehler gemacht. Sie können jetzt noch so hochnäsig auftreten, weil sie viel dafür getan haben, um diese Fehler wieder gut zu machen. Hör mal, Fräulein. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben einen gigantischen mechanischen Froschwächter besiegt, um in den Kontrollraum zu kommen. Aber als wir dort waren, war er schon zerstört. Wie gesagt, die Maschine lief die ganze Zeit schon nicht. Wirklich? Ja. Das ist sehr interessant. Man dachte, dass der Eulentempel dafür verantwortlich wäre, dass die Inseln sich voneinander entfernen. Wenn das nicht durch den Tempel verursacht wurde, dann frage ich mich, wodurch sonst? Ich muss das mal näher untersuchen. Wo sind meine Manieren? Ich heiße Kernell. Ich bin Biologieforscherin und lehre sie den Kindern auf der Schule. Und ich stelle zum Spaß Raketen und Bomben her. Schön, dich kennenzulernen, Kernell. Ich bin Geddy und das ist Otis. Wir sind beste Freunde. Ich spreche gewöhnlich für ihn, weil er stumm ist. Na dann, schön, euch beiden kennenzulernen. Hey, ich weiß, du willst dich jetzt bestimmt nicht unterhalten, aber ich will, dass du weißt, dass ich dir glaube. Du siehst nicht wie ein Lügner aus, Otis. Ich schätze, wir beide wurden hier zurückgelassen. Ich hoffe, dass alles vergeht wieder. Kann man da noch was sprechen? Ich hoffe jedenfalls, dass sie nicht meinen Treibstofflager treffen. Das wäre ein gut, ganz schönes Kabumm. Und du, weißt du noch was? Dieser Piratenangriff scheint richtig heftig zu sein. Ich meine, wie konnte es dazu kommen? Tja. Hier komme ich nicht rein. Aber hier schon. Ist hier was Interessantes? Nee, hier komme ich nicht weiter. Ja, auch nicht. Also, muss ich diese Tür öffnen. Das geht nicht. Aber ich kann den natürlich... suchen, wild um mich zu schießen, gucken, was passiert. Ich frage mich, wie es Trix, Bonacci und Fipp geht. Wenigstens wir zwei sind hier sicher. Fibonacci, das ist eine Zahlenfolge. 0, 1, 1, 2 und so weiter. Immer die letzte und dieselbige Zahl dazu addiert, ergibt die nächste Zahl, Fibonacci. So, aber das war ein Ausflug in der Mathematik. Wir wollen ja hier raus, also müssen wir irgendwie... Oh, nicht so trübselig. Einfach Ruhe bewahren und nicht die Hoffnung aufgeben. Wir schaffen das schon. Ich will aber hier raus. Kannst du aber nicht mal aufschließen. Oh, nicht so trübselig, okay. Der sagt nichts Gescheites mehr. Ich sehe es dir an, dass du raus willst, Otis. Wenn es jemals einen Moment gab, jemand zu Hilfe zu rufen, dann jetzt. Ja, genau. So, aber wie? Oh, ich habe bestimmt was übersehen.
können wir noch mit dem... Genau. Ah, Meister Otus. Wie treffend, dass ihr mich gerufen habt. Das war also der Hinweis. Schnell, wir dürfen keine Zeit vergeuden. Ich muss mit euch sprechen. Eigentlich sogar mit euch allen. Wir müssen den Angriff auf die Stadt sofort beenden. Wie sollen wir das tun? Wir wurden hier eingesperrt. Und wir können nichts gegen die Piratenflotte tun. Du müsstest das wissen. Nichts? Meister Getty, ich teile euren Pessimismus nicht. Ich weiß ganz genau, wie man sie aufhalten kann. Hey, du bist doch ein Pirat, oder? Hast du vielleicht Informationen, die uns helfen können? Aber natürlich, wir müssen das Schlachtschiff aufhalten. Wenn wir das Schlachtschiff aufhalten, können wir die gesamte Flotte aufhalten. Es ist ein gigantisches Schiff, aber es hat eine Schwachstelle. Wir können uns durch die Bombenschächte an Bord schleichen und eine Sprengladung detonieren lassen. Kabumm! Und Advent wäre gerettet. Es hört sich sehr gefährlich an. Otus Getty und ich sind noble Männer. Eine Nebensächlichkeit wie Gefahr sorgt uns nicht. Frau Kernell, dürfte ich euch um die Schlüssel für dieses Gebäude bitten? Keine Ahnung. Habe ich denn einen Grund, euch zu vertrauen? Ich vertraue Ihnen. Otus und Getty sind tolle Typen, sie würden nicht lügen. Gebt diesen beiden tapferen Seelen eine Chance zu zeigen, was sie wert sind. Hier ist der Schlüssel. Falls jemand fragt, haben wir euch nicht fortgehen sehen. Viel Glück dort draußen. Dann mal auf. So, können wir nochmal hier gucken, was da drin ist? Nein. Na gut, dann raus mit uns. So. Und jetzt? Erstmal ausreißen. Ah, ein Truppentransporter. In Ordnung, Soldaten. Es wird hier draußen nicht leicht, aber wir müssen erfolgreich sein. Seid ihr bereit? Lasst uns losziehen und diese Stadt retten. Oh. Da machen wir uns auf den Weg. Ah, da sind wir. Hey, wird gerade einer abgeschossen, oder? Da, ein Piratenschiff. Das sind alles Piraten. So. Wo landen wir an mit unserem Landungsschiff, Landungstrupp? Ah, hier sind wir. Mann, das war knapp, Leute. Dieser Angriff ist gewaltig. Dieser Kampf ist nicht gut für eure Hauptstadt. Wir müssen die Belagerungslinien irgendwie durchbrechen, um einen Unterschied auszumachen. Naja, wir können aber nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand. Wir müssen versuchen, unentdeckt zu bleiben. Wenn euch die Piraten sehen, werden sie euch erbarmungslos jagen. Die meisten Piraten sind fast nicht klein zu kriegen. Also seid bitte auf der Hut. Ich helfe so gut ich kann, Otus, aber ich glaube nicht, dass meine Pistole hier viel bringen wird. Gut, jetzt liegt's also am Otus. Und er hat nur halbe Energie. Kann nicht irgendwo noch was essen. Na gut, das werden wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal anschauen, ob er irgendwo was zu essen findet. Denn für diesmal soll die Abenteuer von Olboy wieder beendet sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Euer Astronier.